Bevor das Video losgeht, habe ich eine Überraschung für euch. Ihr wisst ja, dass meine Schmuckkollektion DigiV eine zeitliche Limitierung war. Da die Nachfrage so gigantisch war und viele geschrieben haben, hey, ich hätte mir das gerne gekauft, aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach broke, wurde eine limitierte Anzahl überproduziert. Das bedeutet jetzt, im Rahmen der Black Week habt ihr nochmal die Chance, an Ohrringe und Ketten zu kommen. Deswegen geht gerne auf die DigiV-Shop-Seite für ein Weilchen, sollte man wieder bestellen können. Auch hier nochmal Dank für den krassen Support und jetzt geht es los mit dem Video. Der Mond ist ja schon dabei, auf die Erde zu stürzen. Das sind ja Teile vom Mond. Oh mein Gott. Die Welt geht unter. Die Welt in Mario Odyssey geht unter. Fact. Dann würde ich sagen, reagieren wir auf das erste YouTube-Video. Und auf dieses Video freue ich mich besonders. Und zwar, wie tief geht der Super Mario Odyssey Eisberg? Dieses Video interessiert mich actually, weil ich als der Mario Odyssey-YouTuber, ne, der Meinung ist, dass er alles über Mario Odyssey weiß, muss ich eigentlich dieses Video angucken. Weil ich habe das Gefühl, also ich habe das Video noch nicht angesehen. Jedoch denke ich, dass da schon Sachen dabei ist, die ich noch nicht weiß. Mal schauen. Wie tief geht der Super Mario Odyssey Eisberg? In diesem Video gehe ich auf alle Secrets, Easter Eggs, Glitches, Trivia-Fakten und so weiter, rund um den neuesten Ableger der 3D-Mario-Reihe ein. Okay, jetzt bin ich gespannt. Meint ihr, da sind Sachen dabei, die ich noch nicht weiß? Oder schätzt ihr mich so ein, dass ich eh schon alles weiß über dieses Game? Ich werde auf jeden Fall auf jeden Punkt eingehen und sagen, ob ich das bereits wusste oder nicht. Nee, du kennst nicht alles. 90% weißt du. Belohnungen für Erkunder. An einigen Stellen im Spiel gibt es für die Schlingel unter euch, die jeden Millimeter erkunden, eine Belohnung in Form von Münzen. Der wohl bekannteste geheime Münzhaufen befindet sich im Bossraum des Wüstenlandes. Das ist eigentlich voll krass, wenn man darüber nachdenkt. Weil diese Jumps, die man dort macht, um da hochzukommen, gelangen, sind keine, in Anführungsstrichen, normale Jumps. Also das sind halt schon Advanced-Sprünge, die man so im Casual-Play nicht unbedingt verwendet. Und dass Nintendo da oben trotzdem Münzen versteckt hat für die Leute, die halt so krank sind wie Kübi, meine Wenigkeit oder wer auch immer, die halt diese Advanced-Sprünge drauf hat, finde ich schon cool. Was geil ist, echt. Finde ich gut. Ein weiteres Secret, ebenfalls im Wüstenland, befindet sich in der Untergrundpassage, die man normalerweise als Kugelwilli spielen soll. Dann wären da noch die Münzen am Ende der Hardcore-Challenge auf der stockfinsteren Seite des Mondes, die Münzen an der Baumspitze bei Yoshis Haus oder die einzelnen Münzen in den Laternen. Okay, wait. Was? Das wusste ich nicht. Also ich habe jetzt wirklich nicht gewusst, dass hier auf dieser Baumspitze Münzen versteckt sind. Krass. Spitze bei Yoshis Haus oder die einzelnen Münzen in den Laternen der Rennstrecke im Polarland, aka Hamburg. Ich finde das so schön, dass er das übernommen hat mit Hamburg. Denkst, dass diese Münzen nicht als Schlottersportler, Junge, wie denkt sich diesen Namen aus, sondern nur als Mario gesammelt werden können. Und um als Mario die Strecke betreten zu können, muss man sich auf extrem umständliche Weise out of bounds glitschen, weswegen ich stark anzweifle, dass Nintendo beabsichtigt hat, dass man diese Münzen überhaupt sammeln soll. Das wusste ich auch nicht. Super Mario Odyssey ist das erste Spiel der Reihe, in welchem man nie Game Over gehen kann. Es gibt nicht mal krass, oder? Leben. Also selbst wenn man null Münzen hat und dann stirbt, hat man einfach wieder null Münzen. Lässt man den Controller lang genug unberührt, geht Mario in eine Idle Animation, beziehungsweise schläft er einfach ein und träumt vom Pasta. Zusätzlich setzt sich dann ein Vogel auf seine Nase, welcher sich jeder... Das ist so süß. Und in jeder Welt ist das ein anderer Vogel. Hier ist es einfach so ein kleiner Pinguin. Neben den diversen Anspielungen an Super Mario 64 im Pilzkönigreich, wie dem Schloss an sich, Yoshi auf dem Dach, dem Betreten von Gemälden oder der Tatsache, dass man hier Sterne und keine Monde sammelt, gibt es ein Easter Egg, was ich besonders hervorheben möchte. Jetzt bin ich gespannt. Gibt es auch beim Pilzpalast einen Bereich, den man nur durch... Das ist so geil. Du kommst hier nur als Nintendo 64 Mario rein und dann bist du auf einmal an einem Ort aus Mario 64. Podest, das ist so jahrelang geil. Als Alice Real verstanden. Also als ich das hier zum ersten Mal gesehen habe, dachte also wirklich, ich war so glücklich. Ich war so glücklich, als ich hier zum ersten Mal war. Ich dachte, Digga, das haben die nicht gemacht. Ebenfalls im Pilzkönigreich gibt es einen Baum mit Tanuki-Schwanz, der sogar einen Stern zu bieten hat. Okay, dieser Baum stammt aus dem Intro von Super Mario 3D Land, dem Game, welches das Tanuki-Item seit Super Mario Bros. 3... Das wusste ich nicht. Ich habe nicht gecheckt, dass es eine Anspielung ist. Dann ist es die dritte Sache, die ich nicht weiß. Wieder neben dem Mondland, in dem sich das Story-Finale des Games abspielt, gibt es die finstere und die stockfinstere Seite des Mondes. Auf Englisch Dark Side und Darker Side. The Dark Side of the Moon ist übrigens eines der erfolgreichsten Alben von Pink Floyd, aber ob diese Anlehnung bewusst war, ist unklar. Okay, das wusste ich nicht, aber ist halt die Frage, ob das wirklich eine Anspielung ist oder ob Nintendo das einfach so Darkseid genannt hat. Kommen wir einmal auf Glitches zu sprechen. Über das die Jahre wurden einige Fehler in der Programmierung entdeckt und ausgenutzt, manche mehr, manche weniger sinnvoll. Zum Beispiel wäre da der Camera-Lock-Glitch, der ausgeführt wird, indem man Schnackelchen im perfekten Moment anspricht, während Cappy ihn trifft. Damit war es auch möglich, das Seilspring-Minispiel zu cheesen, was die Leaderboards eher unbrauchbar gemacht hat. Ja, nice. Finde ich übrigens super, dass Nintendo das hier gefixt hat. An den verschiedensten Stellen im Spiel gibt es 8-Bit-Katzen Marios und 8-Bit-Katzen Peaches zu finden. Weiß ich. Von Katzen Mario bekommt man 10 Münzen, von Katzen Peach ein Herz. Erzähl mir was Neues! Zum einjährigen Jubiläum des Spiels gab es dann beim New Donk City Festival am Ende nochmal 39 Pixel-Toads und Pixel-Luigis durch Stampfattacken. Okay, krass. Nee, das wusste ich wirklich nicht. Sag's euch, wie es ist. Ich habe vor der Recherche für dieses Video noch nie was davon gehört. Nee, Speedrun. Same. Was? Hat ja niemand drüber geredet. Ach ja, was wäre Mario Odyssey? Oh, da bin ich! Der härteste Impossible Jump. Ohne seine, in Anführungszeichen, unmöglichen Trick-Jumps. Und wer könnte euch mehr darüber erzählen, als der Pionier der deutschen Mario Odyssey Challenge Szene. Ich bitte um einen großen Applaus für Hübi. Hallo, ihr kleinen Schulbankdrücker. Was ist
Diese Paint-Zeichnung. Ihre Hüvi ist hier und ich darf euch von einer großartigen Zeit erzählen. Einer Zeit, die so noch ein einziges Herr Mal Hüvi. Meiner Meinung nach auf YouTube kam. Eine Zeit, in der man jeden Tag auf YouTube gegangen ist, um zu schauen, ob die Community etwas ja, Neues... Ja, oh, das war so eine geile Zeit. Also Ende 2017, Anfang 2018. Ich assoziiere diese Zeit mit dem Anfang von Vic, weil es hat ja mit Mario Odyssey, Trick Jumps, Challenges und Speedruns begonnen. Ganz besonders die Impossible Jumps waren dabei ein ganz wichtiger Impossible. Bestand, der die ganze Community zusammengeschweißt hat. Aber Impossible Jumps, sind die wirklich so schwierig? Damals tatsächlich ja. Man hat noch gar nicht die Sprungphysik von Mario wirklich verstanden, ne? Man wusste zum Beispiel auch nicht, dass Mario diagonal einfach viel schneller fällt. Warum auch immer er das tut. Als man dann schon ein bisschen herausgefunden hat, wie die Impossible Jumps funktionieren und dass sich zum Beispiel Mario in der Luft Roll schneller bewegt, Vector. Wenn er sich 45 ja. Grad diagonal genau, das, bewegt, was ich eben gesagt habe. Ach man, Mario Odyssey ist einfach so ein geiles Game. Ich habe das Gefühl, diese Mario Odyssey Community findet das Game wirklich, wirklich geil. Und so Casual-Spieler, die das Game vielleicht einmal durchgespielt haben, die erkennen nicht so diese Nicigkeit von dem Spiel. Keine Ahnung, die denken einfach so, ja, Mario Odyssey ist so, war so ein Lala-Mario-Game, aber finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, Mario Odyssey war ein richtig geiles Mario-Game. Und natürlich, also ich kann die Kritik verstehen, dass zu viele Monde platziert wurden, also dass es nicht irgendwie wie bei Mario 64 so ein Erfolgserlebnis war, einen Stern einzusammeln, weil die Monde waren ja wirklich überall. Aber so im Großen und Ganzen war das doch voll geil. Relativ bekannt ist auch, dass man zum einen den One-Up-Sound hören kann, wenn man im Menü die richtigen Schaltflächen nacheinander auswählt. Das wusste ich nicht. Aber jetzt zeigt er wahrscheinlich das mit der Mario Galaxy Musik, dieses. Und zum anderen den Soundtrack der Sternwarte aus Super Mario Galaxy. Das finde ich so geil. Das wusste ich. Aber das mit dem One-Up nicht. Schnuffel, eher bekannt unter seinem englischen Namen Poochie, hat ein paar seltene Gastauftritte in Mario Odyssey. Auf Hinweiskunstbildern ist zu erkennen, wie er Mond an den verschiedensten Stellen vergräbt. Das einzige Mal, dass man ihn live zu Gesicht bekommt, ist in einem giftigen Gewässer in Bowsers Land, wo man ihn als Lakitu rausangelt. Allerdings verschwindet er auch dann nach kurzer Zeit und taucht danach nie wieder auf. Was? Wusstet ihr das? What the fuck? Okay, wow. Wow, was? Das wusstet ihr? Krass. Paulines Konzert ist in diesem Punkt aber der krönende Abschluss. Nicht nur spielt man selbst mehr oder weniger das erste Donkey Kong Arcade Level. Pauline tanzt ab einer gewissen Stelle sogar genau wie im Originalspiel aus 1981. Odyssey. Man kann sie übrigens beim Singen unterbrechen. Oh, das wusste ich nicht. Diese Tanzanimation ist eine Anspielung auf ihre Animation in Donkey Kong? What? Wow. Okay, ich bin schon ein bisschen blown. Geheime Textboxen. Es gibt einige mehr oder weniger geheime Textboxen. Man kann das Auto kaputt machen? Hä? Wait, was? Das habe ich ja noch nie ausprobiert. Super Mario Odyssey hat ein eigenes Artbook gewidmet bekommen. Mario sollte Mammuts kapern können. Das Wüstenland hatte ursprünglich einen deutlich arabischeren anstatt mexikanischen Touch. Die Broodles waren keine niedlichen Hasen, sondern Mafiosi. Cappys Design wurde öfter verworfen als Domtendos Flaschen. Die Odyssey konnte schwimmen, fahren. Okay, das wusste ich alles nicht, tatsächlich. Weil ich habe mich mit diesem Artbook nicht auseinandergesetzt. Deswegen würde ich sagen, das zählt auch als eine Sache, die man nicht weiß. Weil das ist so, alles in allem, wisst ihr, wie ich meine? Für New York City waren Kinder und streunende Katzen geplant. Kinder. Die dann aber alle scheinbar in Bowser's Fury verschoben wurden. Und Rosalina sollte einen Auftritt bekommen. Was? Oh mein Gott, wie cool sieht Rosalina denn hier aus? Stellt euch mal vor, ich gebe so ein bisschen Marceline-Vibes. Also Marceline aus Adventure Time. Und Junge, dann gibt es noch die verworfenen Outfits. Darunter wären Engel Mario, Toadette Mario, Hip-Hop Mario, amerikanischer Ureinwohner Mario, Ronnie Coleman Mario, Wikinger Mario. Super interesting. Ich besaß das Buch nicht. Also ich weiß nichts von den ganzen Artworks. Aber krass. Party Mario, Regenbogen Boulevard Mario, Maid Mario, McDonald's Mario. Maid oder Mario? Oh, mashallah, wer bist denn du? Okay, Nintendo. Nintendo, wollt ihr das irgendwie erklären oder... Beta-Material. Gehen wir mal auf die Trailer ein, die einige Monate vor Release des Spiels erschienen sind. Im Direktvergleich gibt es kleinere Änderungen, wie das Design der Highscore. Okay, jetzt bin ich gespannt, weil ich habe mich mit der Beta von Mario Odyssey tatsächlich gar nicht auseinandergesetzt. Peaches Aussehen und Bowsers Frisur wurden scheinbar auch erst kurz vor Vollendigung des Spiels okay, doch, optimiert. Das wusste ich. Also ich habe mal so ein Video gesehen, ich glaube, das war von Beta 64. Der hat ja das Ganze nochmal verglichen. Also wie das Ganze im Trailer aussah und wie es am Ende des Tages im Spiel aussieht. Das wusste ich. Während des Bossfights mit Kunibert von Krag, dem Oktopus im Küstenland, kann man die ganze Map erkunden, da das Schlachtfeld keine Zäune besitzt. Okay, das wusste ich tatsächlich. Also da sieht man auch schon wieder, wie detailverliebt Nintendo mit diesem Spiel war. Und zwar, du hast ja keinen Grund, in eine 8-Bit-Passage zu gehen, wenn du diesen Boss bekämpfst. Du hast ja keinen einzigen Grund dafür. Aber wenn du das tust, dann hörst du diesen Song, diesen Boss-Song in 8-Bit, weil du ja in dieser 2D-Passage bist. Warum? Und das finde ich halt krass. Das finde ich halt krass, dass Nintendo sich wirklich die Mühe gemacht hat. Das bedeutet auch, dass man 2D-Passagen während des Kampfes betreten kann, wieso auch immer man das tun sollte. Nintendo hat aber extra für diesen Fall eine 8-Bit-Version des Soundtracks komponiert, die wahrscheinlich die allerwenigsten von euch kennen. Nachdem man Kunibert von Krag des Suizid-Tag
Galaxy. Im ersten Mario Odyssey Trailer vom 13. Januar 2017 sieht man am Anfang die Odyssey über New Donk City fliegen. Wenige Sekunden später springt Mario aus dem Gullydeckel an die Oberfläche. Die Frage ist, wohin fährt dieses Taxi am Anfang? Jeder, der New Donk City grob kennt, weiß, dass die Map hier knapp hinter der Kamera endet. Das bedeutet also... Oh mein Gott, da geht die Straße nicht weiter. Das heißt, der hat sich umgebracht. What the fuck, Mann, was ist hier eigentlich mit den Bewohnern los? Geil. Ja, Mann, die sind alle depressed. Ich schwöre, die sind wirklich alle depressed. In einer Ecke in New Donk City gibt es einen jubelnden Mann, der verschwindet, sobald man sich ihm nähert. Vielleicht handelt es sich ja hierbei um den Geist des Taxifahrers. Es ist einfach der Geist des Taxifahrers. Ey, wirklich, ich kann nicht mehr. Aber das wusste ich tatsächlich nicht, ne? Also ich wusste nicht, dass da so ein jubelnder Dude ist, der einfach verschwindet, wenn man ihm näher kommt. Es gibt ein sehr interessantes Video von The Game Theorists, in dem tatsächlich keine Theorie, sondern mit Hilfe mathematischer Formeln, die mich stark an meine Intelligenz zweifeln lassen, erklärt wird, weshalb der Mond dafür verantwortlich ist, dass die Erde in Super Mario Odyssey dem Untergang geweiht ist. Die Rushgrenze ist ein Kriterium zur Beurteilung der inneren Stabilität eines Himmelskörpers, der einen anderen umkreist. Cool, sorry, Bro. Wikipedia. In diesem Fall handelt es sich dabei also um den Mond, der die Erde umkreist. Die okay, Erde also wahrscheinlich geht es darum, dass der Mond in Mario Odyssey der Erde eigentlich viel zu nahe ist und eigentlich müssen sie der Erde immer näher kommen, ähnlich wie in Majora's Mask. Und eigentlich würde das dann wiederum bedeuten, dass die Erde von Mario Odyssey dem Untergang geweiht ist. Würde der Mond der Erde allerdings zu nahe kommen, würde die Gravitation der Erde den Mond zersetzen und in Form von kleinen Stücken auf die Erde einschlagen lassen. Und naja, eben diese Rochegrenze wird in Mario Odyssey vom Mond klar überschritten. Wenn man sich dann darüber Gedanken macht, woher die ganzen Monde und Mondkrater kommen, ergibt alles auf einmal Sinn. Yo, okay, das ist krass, weil das sind ja Mondkrater, die schon dabei sind. Der Mond ist ja schon dabei, auf die Erde zu stürzen. Das sind ja Teile vom Mond. Oh mein Gott, die Welt geht unter. Die Welt in Mario Odyssey geht unter. Fact. Die sind alle verloren, die werden alle sterben. Der Mond ist bereits dabei, in unzähligen Einzelteilen auf die Erde zu stürzen und dabei jegliches Leben auszulöschen. Okay, das ist creepy. Deswegen hat sich der Taxifahrer auch umgebracht. Der wusste das. Deswegen sind die auch alle so depressed. Diese ganzen Menschen in New Donk City, die wissen das. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.